Die Mannschaft ist super drauf. Wir haben schon einige Sieger her eingefahren können. Also in Aserbaidschan mit dem Markus Eibecker, dann mit dem Daniel Schorn in Rhône-Alpes-Etappe. Ja, also bis jetzt können wir zufrieden sein und wir hoffen, dass es so weitergeht. Ich habe immer ein bisschen irgendwo für Überraschung sorgen und so sollte es eine Top 3 auf einer Etappe gelingen. Das ist schon was, wo wir wirklich drüber glücklich sein können. Gesamt wird heuer sicherlich etwas schwieriger werden. Es wird wahrscheinlich auf den Sonntagsberg oder auf die letzte Etappe auf den Kahlenberg hinauslaufen. Das sind die zwei kleineren Bergankünfte, die was uns eher ein bisschen in die Karten spielen. Die ganz großen Berge wird man noch schauen müssen, wer die Gegner wirklich sind. Aber mit Großglockner auf 2500 und dem Dobratsch, das sind schon sehr große Kaliber. Auf die Graz-Etappe, dass wir dort Start haben. Ich freue mich besonders, weil ich eben von dort bin. Das sind die Freunde und alles, aber Glockner ist klar, ist auch eine schöne Etappe. Dobratsch wird ziemlich schwer, aber besonders freue ich mich auf die Bergetappen. Ja, man muss ein sehr bergfester Fahrer sein. Es ist eine sehr, sehr, sehr schwere Österreich-Rundfahrt mit vielen Bergen und viele hohe Berge. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man auch relativ gut über die Berge kommt. Here we go. Ja, ich persönlich freue mich auf die Sprinter-Etappen, auf die eher flacheren. Grundsätzlich ist die Österreich-Rundfahrt sehr hart. Wir freuen uns schon drauf und wir werden alles geben, dass wir da auch wieder vorne dabei sind.